Bevor wir loslassen, ein paar Einführungssachen zeigen euch, die da sind, dass wir das ein bisschen, dass wir wissen, von wem wir reden. Ich bin übrigens der Markus Lehner. Ich bin seit 40 Jahren TÜV-Journalist. Bin lange stellvertretender Chefredakteur von verschiedenen Fachzeitschriften und bin im Moment leite ich die Schweizerische Fachstelle für Motorrad und Roller. Also ich bin nicht nur Moderator, sondern habe, glaube ich, auf dem Thema weiss ich ein paar Sachen. Also, jetzt gehen wir mal ins Thema rein. Und zwar zeigen wir noch mal zeigen, den Walter Wottmann, den haben wir schon gesehen. Den sieht man, der ist, sogar mit seinem TÜV ins Bundeshaus gefahren, also gefahren, reingestossen, da haben sie ihn sicher einmal. Da sieht er noch richtig jung aus. Er sieht auch heute noch gut aus, aber da war er noch ein bisschen jünger gewesen. Dann haben wir den Jörg Bucher, haben wir vorgestellt schon vorgestellt. Der Präsident von der Schweizerischen Vereinigung von Fabrikanten, Grossisten und Importeure von Motorrädern, Rollern, Zubehör und Bekleidung. Ich glaube, wir müssen mal das ein bisschen verkürzen, ist ein bisschen kompliziert. Dann möchte ich euch etwas zeigen, wo nicht nur Strom betrifft, sondern das ist die neueste Statistik von den TÜV- und Rollerverkäufen. Man sieht hier zwei ganz interessante Sachen. Erstens einmal der grosse Knick, der hinten dran ist, das ist Corona. Die beiden Corona-Jahre, wo die Leute weg von der ÖV sind und zu den Privaten, also zum Privatverkehr übergegangen sind. Die ÖV-Verkäufe sind wahnsinnig aufgegangen, weil die Leute lieber einen Helm auf den Kopf tun haben als eine Maske ins Gesicht. Auch bei den Elektro-Velo, Velo allgemein, die Verkäufe sind massiv gestiegen. Und jetzt sind sie logischerweise nach Corona wieder ein bisschen rückläufig, haben sich auf einem sehr, sehr hohen Niveau eingependelt. Das ist also, wir haben also rund 50'000 TÜV, Roller und TÜV, die zusammen verkauft werden, Neufahrzeuge pro Jahr. Und mit dem sind wir europaweit Nummer 1. Es gibt kein Land, das so eine hohe Verdichte hat von eingelösten TÜV im Verhältnis zu der Bevölkerung. Das ist eigentlich ein absoluter Nonsens, das ist eigentlich verrückt, das ist ein Paradox. Wir haben keine Rennstrecke, nichts, kein Trainingszentrum, kein Multikomplex, aber wir haben am meisten TÜV pro Bevölkerung, pro Bevölkerungseinheit. Was da ganz interessant ist, da sieht man nur TÜV. Das sind also nur TÜV von 2015 bis 2022. Die graue Kurve dort, die ihr seht, das sind 125er. Weil am 1. Januar 2021 ist die 125er ab 16 Jahren freigegeben worden. Also 15 PS, 11 Kilowatt. Die können also, und entsprechend sind dort die Verkäufe sind massiv gestiegen und pendeln sich jetzt wieder auf einem sehr, sehr hohen Niveau ein. Also heisst, bei der Jugend ist die Beliebtheit am TÜV absolut ungebrochen. Man will TÜV fahren, Roller und Motorrad. Was man auch sieht, die unterste dunkelblaue Kurve, das sind die Elektro-TÜV. Dann kommen wir dann nachher schon zum Thema. Also die Elektro-TÜV, ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, die finden noch praktisch nicht statt. Es ist Mauerblümchen da sein, es sind 1,5% der Neuzulassungen bei den grossen TÜV. Es ist wirklich ein absolutes Rand, noch eine Randerscheinung. Zu den Gründen und Zukunft kommen wir nachher mit den Fachleuten. Da sehen wir die Roller zu Neuverkäufe der Roller. Und da ist genau das Gegenteil. Ich bitte euch, die grüne Kurve anzuschauen. Ihr seht, seit 2020 geht die massiv hoch und das sind die Elektro-Roller. Also zum Beispiel der da steht, das ist jetzt ein gutes Beispiel. Im urbanen Bereich, Kurzstrecken, tiefe Geschwindigkeiten, bei den Kleinfahrzeugen, Nutzfahrzeugen, setzt sich in der Stadt die Elektrotechnik immer mehr durch. 2022 15% der Neufahrzeuge im Rollerbereich sind elektrisch gewesen. 15%, das klingt nicht noch viel, aber die Steigerungsrate ist gigantisch und das wird in Zukunft noch viel mehr werden. Und wenn ihr dort Hallen lauft, dann seht ihr, dass vor allem in dem Bereich Roller hat es wahnsinnig viele Elektrofahrzeuge aus verschiedensten Herstellern, aus verschiedensten Kontinenten. In anderen Ländern, wie zum Beispiel Taiwan, da ist man schon bei 80-90%. Die grossen Städte sind praktisch schon durch elektrifiziert, immer gesagt im Rollerbereich. Wir reden jetzt nur von Roller. Man muss das ein bisschen wissen als Hintergrund, dass man weiß, von was man redet. Das sogenannte Commuterfahrzeug, also der Kleinroller, elektrisch, den man brauchen kann für Freizeit, zum Arbeiten, für irgendetwas, diese Art, das kommt immer mehr und ist unaufhaltsam. Die Fahrzeuge sind bereits schon im Kauf. Man sieht unten die rote elektrische Vespa, oben ist ein Piaggio, links chinesisch, das ist NIO. Obendrauf ist der neueste Honda. Also ihr seht, die grossen Hersteller kommen jetzt auf den Markt. Die Fahrzeuge könnt ihr da überall an der Ausstellung auch anschauen. Die sind also elektrisch.
Bei den TÜVs sieht es ein bisschen anders aus. Es gibt Elektro-TÜVs, aber wie gesagt, es ist noch wenig. Es sind wirklich wenig, wenn der rechts unten ist Zero. Als Beispiel, das man kennt, die Livewire hat sehr viel Harley oben dran links. Die hat sehr viel Publicity gehabt, aber sie hat natürlich Schwierigkeiten, sich im Markt richtig festzusetzen, weil sie doch relativ, ich sage jetzt mal, teuer ist. Da gibt es genau noch einen Schweizer Hersteller, der da unten, der Fessler. Der steht übrigens unten am Eingang, der TÜV. Kostet ein bisschen etwas, aber der ist auch elektrisch. Das sieht dann schon sehr avantgardistisch aus. Was ganz neu ist, dass sich die Elektrofahrzeuge auch im mittleren Sektor immer mehr ausbreiten. Es kommt langsam, aber sicher kommt es. Rechts unten ist zum Beispiel ein 125er, ich sage jetzt 125er im Bereich, in dieser Kategorie ab 16, im Geländesport sowieso. Ganz oben dran der BMW, der ist schon käuflich. Also das ist ein Fahrzeug, das über 150 Stundenkilometer schnell ist. Also es gibt es also in dem Bereich schon. Kawasaki hat jetzt auch in dem Einsteigerbereich, 125er-Bereich, bekommen sie jetzt mit zwei verschiedenen Modellen. Und die Liste könnte man noch sehr lange fortsetzen. Das sind verschiedene Projekte, die es in der Zukunft wird geben. Unten dran ist BMW, man hat Canon, man hat Italjet, oben links ist Aprilia. Das sind alles Prototypen und man weiss, da kommt irgendwann. Also die Zukunft ist, was das anbelangt, sicher unaufhaltsam. Das sind weitere Projekte. Links oben Harley, rechts das ist ein Triumph. Links unten ist auch NIO, rechts wieder Can-Am. Das sind alles Prototypen, die man in 2, 3, 4, 5 Jahren, je nachdem, auf der Straße wäre gesehen, rumfahren. Ich würde auch noch technisch noch das Letzte, nachher kommen wir dann zu unseren zwei Leuten, da habe ich genug geschnürt für den Moment. Was ihr hier seht, ist etwas, was ihr die meisten kennt vom Elektrovelo. Wenn die Batterie leer ist, dann sie ausklinken, zack, auf die Konsole und dann ist sie wieder geladen. Wir haben wahrscheinlich noch eine zweite daheim, wo man gerade drauf tun kann, dann könnt ihr weiterfahren. Und das wird bei den Roller sich durchsetzen, zweifellos. Ihr seht, die Batterie, die kann man super rauslupfen, die ist unter dem Sattel. Manchmal haben sie sogar zwei drin, das heisst, du kannst eine drin lassen, dann fährst du mit der weiter. Die andere hast du auf der Konsole, im Büro, daheim, in der Garage, wo auch immer. Und wie das Smartphone oder die Batterie vom Velo kannst du aufladen und nachher so weiterfahren. Es gibt sogar schon Bestrebungen, dass man einheitliche Batteriesysteme macht, wo man an die Tankstelle, blöd gesagt, die Leerbatterie abgibt und eine neue überkommt und so keine Ladezeit hat. Also wenn man gerade tanken, gibst du Batterie an, nimmst du eine neue. In Taiwan sind solche Versuche schon sehr weit vorgeschritten und ob es sich bei uns durchkommt, durchsetzt, das werden wir noch sehen. Ich war schon selber gewesen, da anschauen dort und das ist im Alltag so, wie wir gehen Gipfel holen oder ein Brot. Jetzt kommen wir zu den grossen TÜV. Und das ist das Hauptproblem, das wir haben bei den grossen TÜV, warum das so wenig Strom TÜV gibt. Es ist ganz, ganz einfach. Eine Tesla-Batterie ist zwischen 800 bis 1000 Kilo schwer. Wo wollen ihr die bei einem TÜV hinzutun? Es hat einfach keinen Platz. Es gibt keinen Stromspeicher heute auf dieser Welt, also der bezahlbar ist, ich rede jetzt nicht von der NASA oder so, der bezahlbar ist, wo man kann in den TÜV hinein tun und 500 Kilometer mit dem Partner, Partnerin über die Pässe fahren. Das ist unmöglich. Das gibt es einfach nicht. Der Platz und das Gewicht ist beschränkt. Ich kann nicht einen 800 Kilo schweren TÜV bewegen. Das geht einfach nicht. Oder vielleicht kann es jemand, aber ich auf jeden Fall nicht. Das ist ein Hauptproblem. Und dann haben wir nochmals ein Problem. Das ist Politik. Da kommen wir dann zum Walter. Und das ist das hier. Wo stehen die Ladestationen? Auf dem Grimsel, auf dem Susten? Nein, sicher nicht. Die Appenzell auf dem Nebenströssli? Nein. Die stehen alle auf der Autobahn oder auf der grossen Ausfallachse, Hauptverkehrsachse, dort, wo wir nicht fahren. Dort fahren wir nicht, also wo wollen wir das Zeug aufladen? Das heisst, gut, darum ist die Zukunft, und da müssen wir darüber ein richtiges Detail ein bisschen mit dem Walter Wottmann, der weiss da viel drüber. Bei der Fachwelt ist es so, dass man sagt, der grosse TÜV wird vielleicht gar nicht nur elektrifiziert. Ein Teil sicher schon, für die, die das gerne haben, ist auch lässig zum Fahren. Ich bin auch schon viel gefahren, ist super. Wer es mal ausprobieren will, ist rein fahrdynamisch, gibt es da gar nichts zu melden. Das läuft absolut. Da muss man sich, jeder TÜV-Fahrer, der man gefahren ist, weiß, dass das funktioniert. Aber das hier, biosynthetische Treibstoff, synthetische Treibstoff, die CO2-neutral sind, das könnte für TÜV Zukunft sein, weil mit denen, die kannst du in den Tank einfüllen, da hat man das Platzproblem nicht. Aber man ist einfach noch nicht so weit. Auch Wasserstoff, die Technik, es braucht einfach noch Zeit. Alle wollen jetzt, aber das ist einfach nicht möglich, weil es einfach nicht gibt. Ein TÜV ist kein Tesla. Das funktioniert einfach nicht. So, ich glaube, jetzt bin ich fertig. Jawohl.
Da war der Hintergrund, da hat die Leute ziemlich interessiert. Das ist schön, das freut mich. Das sind die Hintergründe zu dem ganzen Elektrozeug, dass man sieht, der Unterschied Roller und TÜV. Und jetzt gehen wir da mal, können wir das mal ein vertiefen. Als allererstes, ich glaube, ein Mikrofon jeder. Ich fange mal beim Jörg an, Präsident von Motorswiss. Jörg, bist du schon mal Elektro-TÜV gefahren und wie war der Eindruck beim Fahren? Der Eindruck, also ganz herzlich willkommen hier auf dem, oder beim Podiumsgespräch. Ich bin schon Elektro-TÜV gefahren. Sehr guten Eindruck. Alle, die das mal gespürt haben, das Drehmoment einfach von Null weg macht Freude. Und der Einsatz im Nahverkehr, wie der Markus gesagt hat, ist sicher etwas, das fantastisch ist. Der Eindruck im Fernverkehr oder eben auf weite Strecken, so wie wir es brauchen, ist natürlich die Problematik einfach von den Ladestationen, auch das, was bereits schon erwähnt worden ist. Aber zum selber fahren, fantastisch. Und was sagt der Walter dazu? Ja, ich bin mal einen gefahren, das war ein Enduro Elektro-TÜV. Es ist sicher vom Drehmoment her, von der Beschleunigung her, ist es faszinierend. Das ist es so. Aber für mich, mir fehlt natürlich der Sound, gewisse Emotionen. Und meine Haltung ist klar, es wird Elektro-TÜV geben in Zukunft. Einfach am richtigen Ort eingesetzt, in der Stadt zum Beispiel. Aber ich persönlich werde wahrscheinlich nicht mehr voll umsteigen. Ich kann es, glaube ich, noch durchziehen mit einem normalen TÜV, der noch etwas Sound hat. Ich würde gerade bei dir bleiben, Walter. Und zwar würde ich gerade zu einem politischen Thema gerade direkt kommen. Wir haben jetzt ein bisschen Technik gehört, was ist. Alle reden von Strom und so. Wenn jetzt, nehmen wir mal an, der ganze Verkehr, also Lastwagen, Auto, TÜV, Velo, alles ist elektrifiziert. Haben wir überhaupt so viel Strom? Ja, das haben wir definitiv nicht. Ihr habt es ja wahrscheinlich gemerkt. Die Panik, die plötzlich ausbricht. Stromknappheit, Stromblackout und so weiter und so fort. Also ihr seht, in der jetzigen Situation haben wir schon Stromknappheit oder man befürchtet die natürlich. Und wenn nachher alles umgestellt wird bei der Mobilität, also wenn ich jetzt denke, wir in der Schweiz etwa 6 Millionen Motorfahrzeuge, also Auto, TÜV, Lastwagen, wenn die alle umgestellt werden, also reicht der Strom definitiv nicht. Und das Verrückte ist natürlich, also fast das Perverse, muss ich sagen, als die gleichen Kreise, die das fordern, wollen kein Kernkraftwerk abstellen, wo heute ein Drittel von der Stromproduktion herstellt. Also man muss sich das mal vor Augen führen. Man will Ölheizungen verbieten, man will Verbrennungsmotoren verbieten und andererseits will man noch Stromproduktion abstellen, also bei der Kernkraft, und wird angeblich voll auf erneuerbare Energie umstellen. Ich bin schon für erneuerbare Energien. Das ist ganz klar, keine Diskussion. Wir haben Wasserkraft, die sehr bewährt ist in diesem Land. Aber sobald wir Stauseen ausbauen, kommen die gleichen Kreise, die das andere gefordert haben und machen Einsprachen. Ja, wie wollen wir erneuerbare Energien ausbauen? Das Gleiche betrifft Solarenergie, Windkraft usw. Also, wir haben da schon ein Dilemma in einem gewissen Sinn. Und ich bin genau in diesen Kommissionen in Bern, im Nationalrat, UREC, das ist Umwelt, Raumplanung, Energiekommission, aber auch in der Verkehrskommission. Und ich kann euch sagen, wir haben absurde Sitzungen. Also ist zum Teil die Diskussion, die kann man kein Mensch mehr erklären. Zum Glück sind die nicht öffentlich, sonst würden die uns wahrscheinlich alle versorgen. Also es ist so ein Widerspruch in sich. Wir haben in jeder Kommissionssitzung haben wir Vorstöße von den rot-grünen Kreisen, die wieder etwas Extremes verlangen. Also wir haben da schon Probleme zum Lösen und ich hoffe, dass die Bevölkerung mindestens im Oktober der Wahlen probiert zu lösen. Ich würde gerade noch bei dem Thema bleiben, Walter. Du siehst, das ist sehr politisch. Aber europäisch will man auf 2035 den Ausstieg vom Verbrenner. Und wir haben mit Jörg Rötlisberger, Chef von Astra, gestern geredet. Er sagt, das sei noch nicht sakrosankt, dass wir die Schweiz uns hier anschliessen. Wie ist da der Stand der Dinge politisch? Ja gut, die EU kann beschließen, was sie will. Die Frage ist, können sie es überhaupt nachher umsetzen?
Ich sage, Stand heute, sie kann es sicher nicht umsetzen. 2035. Es muss ja noch jedes EU-Land auch noch einverstanden sein. Und ihr habt vielleicht schon gehört, dass gerade Italien jetzt gerade gestern gesagt hat, kommt nicht in Frage, kompletten Ausstieg. Es kann gar nicht funktionieren, aus Gründen, die ich vorher schon angetönt habe. Und die Schweiz ist ja kein Produktionsland von Motorfahrzeugen, wie wir ja wissen. Wir müssen das kaufen, also importieren und kaufen, wo weltweit hergestellt wird. Ja, aber was wird hergestellt weltweit? In Europa, wo wir bei den grossen Werken, vor allem die Autowerke, vor allem auf Elektro umsteigen, das haben sie beschlossen. Jetzt kommt aber das Aber. Die gleichen, die sagen, ich rede jetzt vor allem von den deutschen grossen Werken, die sagen, sie steigen voll auf Elektro um, keine Verbrennungsmotoren mehr. Aber die gleichen steigen zum Beispiel in die Formel 1 ein. Ich denke jetzt an Audi. Tut einen neuen Verbrennungsmotor entwickeln, der etwa 100 Millionen kostet. Ja, warum machen sie das? Weil der Verbrennungsmotor wird bleiben. Der wird definitiv bleiben. Auch in Asien sieht man das Gleiche. Japan, China. Aber, jetzt kommt es aber, man kann den Verbrennungsmotor auch mit umweltfreundlichen Energieträger betreiben. Also zum Beispiel Wasserstoff oder mit synthetischen Treibstoff und so weiter. Also meine Haltung, ich glaube, die auch wir können, wissen das. Ich bin einfach sehr technologiemässig im Antriebsbereich sehr offen. Wir müssen allen Technologien Chancen geben. Und die Besten werden sich am Schluss durchsetzen. Da bin ich felsenfest überzeugt. Aber ich bin einfach gegen Verbot. Als wir etwas verbieten, das man nachher gar nicht ersetzen kann mit Alternativen. Voll einverstanden, Walter, auch mit dir aus unserer Sicht. Und Jürg, ich habe das Gefühl, der Verband hat sicher auch eine offizielle Stellung zu dem, wie ich sehe, das aus der Sicht vom Verband aus. Sind die Elektrischen erstens willkommen bei uns im Verband oder sind die noch so ein bisschen am Rand draussen? Bevor ich die Antwort gebe, möchte ich noch schnell eine Ergänzung machen. Die EU hat den Ausstieg aus dem Verbrennermotor beschlossen, gilt aber nur für PW und für leichte Nutzfahrzeuge. Also habt ihr keine Angst, Motorräder werden weiterhin mit Benzinmotor betrieben, solange wir noch Benzin haben und es können versorgen. Also einfach noch eine kleine Ergänzung, Walter, dazu, damit wir da gesetzlich auch die richtigen Voraussetzungen haben. Wir haben im Verband bereits einige Anbieter von Elektrofahrzeugen, Elektromotorrädern, Elektroroller. Und wir haben, das sind für uns natürlich Teilnehmer an unserer Branche, wie alle anderen auch, und sind alle herzlich willkommen. Und für uns ist der Erfahrungsaustausch sehr, sehr wichtig, dass wir eben auch sehen, wie die Entwicklung geht, was passiert, der Austausch untereinander, unter den einzelnen Marken, eine sehr grosse Bereicherung für unseren Verband Moto Suisse. Ich würde ganz schnell einhaken. Was sind denn die grössten Herausforderungen bei dem Wandel? Ich meine, eine Werkstatt, die Ausbildung und so weiter, da werden sich doch viele Probleme stellen bei dem Wechsel. Das ist ja so, ja. Also, der Motorradmechaniker wird müssen irgendwann, oder jetzt schon, aktuell schon, ausgebildet werden auf Elektromotoren. Wobei es immer wieder zu ergänzen gibt. Das Elektrofahrzeug braucht viel weniger Service. Also eigentlich für unsere Werkstätten ein negativer Punkt, weil die kommen nicht so viele Service wie einen normalen TÜV. Wir hören das aus der Autobranche sehr viel. An einem Elektroauto tut man noch Pneu- und Scheibenwischerblätter wechseln und ein bisschen Waschwasser auffüllen und sonst geht nichts kaputt. Außer Bremse, die man nie braucht, weil man elektrisch mit dem Motor bremsen. Und das Gleiche haben wir natürlich bei den TÜV. Wir haben für unsere Werkstattauslastungen von den Händlern ist es nicht in dem Sinne ein Willkommensfahrzeug. Aber es wird dich sehr stark fordern in der Ausbildung der Mechaniker und der Werkstätten. Merci vielmals, Jörg. Ich will noch schnell ein bisschen auf den Boden kommen, dass wir nicht zu politisch wären. Es gibt so ein Vorurteil von vielen Leuten, die da, ich höre das auch viel mehr, wenn ich die Vorträge habe zu dem Thema, ich mache das nicht zuerst mal, dann sagen sie, ja, weißt du, ein TÜV, der muss einfach ein bisschen knattern und das, weißt, das muss ein bisschen tönen. Ist das heute noch ein Argument oder ist das, ich sage jetzt mal, unsere
Generation im vorgeschrittenen Alter, die so denkt, oder sind die Jungen, ich sage jetzt mal im Strom, wohlgesinnter als mehr ältere Generation, Jörg? Da bin ich ganz sicher. Es ist eine Generationenfrage. Die Jungen, die Töffer, die wachsen anders auf. Das ist eben nicht wie bei uns, wo es noch ein bisschen gestunken hat und Krach gemacht hat. Die sind sich gewohnt daran, das Elektrische, und das wird eine Generation brauchen, bis wir da den Marktanteil wesentlich erhöhen können. Was meinst du? Muss es knattern oder muss es nicht? Ja, also gewissen Ton braucht es sicher beim Töffahren. Also sicher im normalen Mass, logischerweise. Nicht übertrieben, da bin ich auch der Meinung. Darum sind wir auch dabei bei dieser Lärmkampagne. Also wir sagen, anständig fahren. Und zu der Umwelt sorgen, zu den anderen Leuten entsprechend ein bisschen schauen. Aber ich bin jetzt natürlich immer noch überzeugt, auch wenn ich mit jungen Leuten rede, also, oder Rennstrecken, also ein Rennen ohne Sound, also ich weiß es nicht. Also, ich habe noch keinen gehört, der gesagt hat, es sei schön, aber vielleicht wird das in weiteren Generationen ändern. Da bin ich jetzt nicht hellseher. Es gibt ganz einen interessanten Beweis zu dem, was du jetzt gesagt hast. Ihr kennt alle den Dominik Egerter, unseren aktuell sicher schnellsten, besten Dörfrennfahrer. Der hat 2022 den Supersport-WM-Titel gewonnen, also mit einem 600er Viertakter. Der brüllt ziemlich mit 120 vorne oder so auf der Rennstrecke. Gleichzeitig hat er den Moto-E-Weltcup gewonnen. Aber kein Mensch weiß, mit welchem Dörf. Niemand weiß es eigentlich, er hat noch irgendetwas anderes gewonnen. Aber wirklich interessieren dort die Thematik noch nicht. Was interessant ist, das wird sich jetzt ändern. Und zwar, weil ab 2024, glaube ich, steigt Ducati ein. Also sie übernehmen den Moto E-Weltcup, wird durch eine Weltmarke geprägt. Das heisst, es wird mehr Resonanz geben und auch dort wird es international steigen. Und 2026 oder 2027, wenn ich richtig bin, fangen sie an mit synthetischen Fuels zu fahren. Also das heisst, im Rennsport, der immer eine avantgardistische Rolle spielt, findet die neue Welt, ich sage jetzt mal, aus Strom und synthetischen Treibstoff statt. Ich würde dir... Darf ich das schon? Ja, also das ist absolut richtig, was du gesagt hast, Markus. Und darum, eben, ich bin ja für die Offenheit, technologiemässig, die Offenheit auch für umweltfreundliche Antriebsarten. Synthetischer Treibstoff. Ja, wie wird der hergestellt? Das ist übrigens noch interessant. Viele wissen das nicht. Es gibt verschiedene Herstellungen. Es gibt den Biotreibstoff, den man schon ein bisschen länger kennt. Aber im Moment ist man am Versuch machen, oder es gibt es ja schon, synthetischen Treibstoff hergestellt aus der CO2, also aus der Luft gezogen, CO2. Mit Wasser und Strom tut man Treibstoff herstellen. Das ist CO2-neutral, vor allem wenn der Strom natürlich aus erneuerbarer Energie hergestellt ist. Und warum kann man das nicht einsetzen in einem Verbrennungsmotor? Und da ist halt immer noch ein bisschen Sound dabei. Und ich rede jetzt gerade vom TÜV-Rennsport. Ich bin ja Präsident von der FMS und somit natürlich sind wir in der FIM, im Weltverband angeschlossen. Dort haben wir beschlossen, dass ab 2024 bei den Weltmeisterschaftsrennen, was mit TÜV ist, möglichst in allen Bereichen, dass mindestens 40% muss synthetischer Treibstoff beigemischt werden und ab 27 wird es dann 100% sein. Ihr seht, wir gehen ja den Weg. Wir gehen den umweltfreundlichen Weg. Aber das heisst nicht, dass wir wegen dem Verbrennungsmotoren verbieten. Das ist meine Grundhaltung. Letzte Frage noch an Jörg Bucher. Meine Meinung ist, meine Hoffnung, immer so sagen, dass sich in Zukunft die verschiedenen Antriebsarten werden ergänzen und dass man tolerant ist gegeneinander und dass man das dort einsetzt, was am sinnvollsten ist. Also der Kleinroller elektrisch, der 10 Kilometer hin und her fährt pro Tag, das macht, ich glaube, da ist schwierig zum dagegen sein, glaube ich. Also das macht Sinn. Bei den grossen Töffen, wenn einer 30.000 Kilometer Tour eine Reise macht, irgendwo weiss ich, wo durch den Hindukusch durch, der kommt sicher elektrisch noch eine Weile nicht bis dort hin. Ich glaube, ein Miteinander macht, glaube ich, und ein Verständnis und eine Toleranz, ich glaube, das ist die Zukunft, oder? Absolut. Das ist das, was wir ja eben mit unserem Verband auch immer wieder zeigen. Wir müssen alle Antriebsarten haben, wir müssen alle Hersteller haben.
und nur miteinander wird es gehen und so wird es auch funktionieren. Da bin ich hundertprozentig einverstanden mit dem, was du sagst, Markus, auch mit dem, was Walter sagt. Es braucht beide Antriebsarten oder vielleicht sogar mehrere Antriebsarten. Es gibt ja auch ganz neue Sachen, die vorgestellt worden sind, zum Beispiel in Mailand an der EICMA. Hybridfahrzeuge und so weiter. Also, da kommt ganz viel in die Entwicklung. Bis jetzt haben ja vor allem kleine Firmen entwickelt, aber jetzt fangen die grossen Konzerne an. Und das hat man bei den Autos auch gesehen, ist genau gleich gegangen. Zuerst waren die kleinen Marken, die wenig Volumen gemacht haben. Und sobald die grossen anfangen, geht es richtig vorwärts. Und das miteinander, das wird die Zukunft sein. Und ich möchte auch noch mal das Wort Lärmkampagne von Walter aufnehmen. Wir kämpfen ja natürlich gegen Lärm, der vom Benzinmotor oder von den TÜV verursacht wird. Und der Lärm, der wird beeinflusst von dem, der drauf sitzt. Und das ist für mich einfach der Appell auch, um eben für einen Verbrennungsmotor zu sagen, die TÜV fahren, sollen doch so vernünftig fahren, dort, wo es Bevölkerung hat, wo bewohnte Gebiete sind, dass man miteinander leben kann, eben auch dort wieder ein Miteinander. Und dort, wo es offen ist, dort kann man Gas geben, das ist mir gleich. Aber einfach die Vernunft, das gehört an den Tag. Merci vielmals, Jörg. Merci, Walter. Ich würde den offiziellen Teil langsam ein bisschen beenden. Ich tue nochmal auf die Lärmkampagne hinweisen. Ich habe die hier mitgestaltet, wenn also jemand runde Kleber will, für auf den TÜV, für aufs Auto, für irgendwo hin, kann er bei mir holen, kann es bestellen. Da auf www.lärmstadt-respekt-statt-lärm steht überall drauf. Ich habe Flyer da, die stehen überall bei allen Verbänden. Sämtliche Verbände haben mitgemacht, die es überhaupt gibt in der Schweiz. Also, wer sich für das interessiert, kann auf der Webseite das bestellen. Kann sich im Club, für sich selber das weiter tun, wenn er sagt, es ist nicht der TÜV, sondern es ist die Hand hier, die beeinflusst, was es ist. Und was ich ganz schön finde, ist, wir sehen an dieser Ausstellung, am ersten Motorfestival, wo so wie es aussieht, ein schöner Erfolg wird, wenn man das schon jetzt sagen kann. Es ist genau so, sollte es sein, wie es da ist. Mehr oder weniger alle sind da. Die Elektrischen sind da, die Benziner sind da, die mit diesen Lenkern, die mit diesen Lenkern, die Kleinen, die Grossen, die Dicken, die Dünnen, die weit fahren, einfach alle miteinander sind da. Und um das geht es. Und das müssen wir nicht sagen, hey, die scheiss Stromer. Das stimmt einfach nicht. Weil das Grosse, das geht posten mit dem Körbchen hinten drauf, das ist kein scheiss Grosse. Die geht einfach gerne posten und will möglichst einfach und möglichst leise fahren. Es geht um, das heisst ja nicht, dass du oder ich auch mit dem fahren muss. Es geht darum, dass man einander toleriert, dass man Respekt hat voneinander. Und so das TÜV-Fahren teilt. Weil jeder, der auf so einem Zweirad hockt, ob es jetzt 1 PS hat oder 300, ist ein TÜV-Fahrer oder eine TÜV-Fahrerin. Und das muss man einfach mal akzeptieren. Und ich glaube, wir sind jetzt alle, ich würde sagen, in einer Zeit, wo das nötiger ist denn je. Ich danke Walter Wottmann, ich danke Jörg Bucher für die erste Sitzung. Morgen um 5 Uhr haben wir noch mal etwas Hochinteressantes, da haben wir Jörg Röttisberger hier. Und zwar reden wir zur Verkehrsproblematik, also Lärmblitzer, Parkplätze für TÜV, alles, was die, halt die politischen Sachen sind, Verkehrssachen, wieder hier um 5 Uhr, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Wenn jemand Fragen hat zum Thema Strom, wo wir jetzt geredet haben, da jetzt das Mikro, wenn sich jemand getraut oder etwas will fragen, kann er das jetzt machen. Und die Hand aufheben und sonst kann ich die Veranstaltung hier oben jetzt langsam beenden. Oder ihr könnt uns auch privat natürlich nachher noch etwas fragen zum Thema. Merci vielmals, habt ihr so lange ausgehalten und wir wünschen euch eine super schöne Ausstellung hier noch am Motorfestival hier in der Bern Expo in Bern.